Ihr durftet über das beste Starter-Pokémon abstimmen und sehr viele von euch haben mitgemacht. Was das beste Starter-Pokémon aller Zeiten aus meiner Community ist, jetzt. Jeder kennt sie, vielleicht liebst auch du sie, die allererste Generation. Hier gab es drei Starter zur Auswahl, Bisasam, Glumanda und Shiggy von Professor Eich. Doch welche Wahl hast du getroffen? Insgesamt muss ich sagen, dass mich das Ergebnis hier nicht gewundert hat. Auf dem letzten Platz befindet sich Bisasam mit 24,4% der abgegebenen Stimmen. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass der Abstand zwischen Shiggy und Bisasam sehr klein ist. Gerade mal ein paar mehr von euch haben für Shiggy abgestimmt. Am Ende ist da natürlich Glumanda, das schon damals sehr beliebt war. Glumanda ist die beliebteste Endentwicklung der dreien und ich hätte an Game Freaks Stelle auch überhaupt keine Ahnung, wieso es bei zwei Mega-Entwicklungen, andauernden Eventverteilungen und Events dermaßen mehr beliebt ist als die anderen beiden. Okay, jetzt mal Retalk. Wenn wir mal ehrlich sind, wundert das Endergebnis keinen von uns, oder? Die Johto-Region war die zweite Generation, die mit viel Verspätung erschienen ist, aber bis heute noch sehr beliebt ist. Vielleicht auch noch bei dir. Die Starter-Pokémon in dieser Generation zur Wahl waren Endivie, Feuigel und Kanimani. Hier müssen die Endivie-Fans von euch ganz schön stark was schlucken, denn Endivie war der zweitunbeliebteste Starter in der gesamten Abstimmung. Anhand der Beta-Daten weiß ich, dass Loreblatt ein völlig anderes Design hatte und deswegen vielleicht die Entwicklungsreihe etwas out of place wirkt. Außerdem hat Endivie fast nur Zugriff auf Attacken des Typs Pflanze, was es schwer macht, mit dem Starter zu spielen. Mit großem Abstand folgt Kanimani. Das Pokémon war in späteren Spielen immer besser spielbar, dank des physisch speziellen Splits. Auch hier denke ich, bleibt die große Überraschung aus, wenn ich sage, dass Feuerigel klar gewinnt und mit über der Hälfte der Stimmen natürlich auch ziemlich häufig genommen wurde. Auch ich habe damals Feuerigel genommen und ich denke auch, dass Legenden Arceus mit seiner Hisui-Form von Tornupto einen entscheidenden Faktor spielt, warum der Abstand zu Kanimani derart groß ist. Spannend ist die Abstimmung in der Höhenregion ganz sicher. Die Qual der Wahl hattest du hier zwischen Gekabur, Flemli und Hydropi. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 1 mit gerade einmal 8 Stimmen zu beziffern. Oje, ich ahne schon, jetzt kommen sicherlich gleich die Kommentare, hätte ich mal besser mitgemacht. Überrascht von der Platzierung bin ich tatsächlich bei Flemli, das deutlich abgeschlagen hinter Hydropi und Gekabur liegt. Muss sagen, eigentlich hätte ich hier mit mehr Stimmen für das Pokémon gerechnet, allerdings könnte es eine mögliche Erklärung sein, dass viele von euch sich an den Endentwicklungen des Typs Feuer und Kampf satt gesehen haben. Tja, natürlich ist jetzt die Frage, wer ist Erster? Ganz knapp gewinnt Gekabur vor Hydropi und ich muss auch hier sagen, dass ich doch überrascht bin, dass beide derart knapp beieinander liegen. Ich denke mal, dass die Designs der beiden Pokémon für euch ungefähr gleich stark sind und die Vorteile der Pokémon in ihrer Endstufe sich ungefähr die Waage halten. Ich finde Hydropi vielleicht ein bisschen süßer, muss aber sagen, dass ich auch verstehen kann, wieso man sich für Gekabur entscheidet. Auch die vierte Generation ist denkbar knapp gewesen. Du weißt sicherlich, dass die Remakes der Spiele Strahlender Diamant und Leuchtende Perle auch erschienen sind und ich deswegen schon denke, dass diese auch einen Einfluss auf die Umfrage hatten. Bei diesem Punkt hier dürftest du dich zwischen Chelast, Panflam und Plinfa entscheiden, doch wer hat am Ende gewonnen? Abgeschlagen liegt hier der Pflanzenstarter Chelast auf Platz 3. Trotzdem entscheidet sich knapp jeder vierte für euch für diese Starter-Pokémon, was denke ich ein solider Wert ist. Nun, wer hat gewonnen? Panflam oder Plinfa? Es war auch hier mit gerade einmal 22 Stimmen. Unterschied denkbar knapp und gewonnen hat hier Plinfa. Ich denke auch hier hängt viel an der Endentwicklung von Plinfa Impoleon, welche ja den Wasser-Stahl-Typen hat und auch ein Pinguin ist, was generell ja ein beliebtes Tier ist. Und es auch hier wahrscheinlich gleich mit den Typen Feuerkampf bei Panferno ein Problem gibt, wobei ich schon finde, dass Panferno das bessere Design im Vergleich zu Logok hat. Denke aber auch hier, dass Plinfa im Vergleich zu Panflam das doch etwas süßere Pokémon ist. Die Reise in die Einalle-Region konntest du mit den Starter-Pokémon Serpifeu, Floink und Otaru antreten. Doch wie hast du dich zusammen mit meiner Community entschieden? Auf dem letzten Platz landet
Floink. Das Schweinchen scheint bei euch mit knapp 21% der abgegebenen Stimmen leider doch nicht so sehr beliebt zu sein. Knapp war es aber auch hier wieder zwischen Serpifeu und Otaro. Doch wer von diesen beiden Starter-Pokémon hat gewonnen? Es ist Serpifeu. War auch ziemlich knapp diesmal, glaube aber auch, dass Otaro mit Hisui Atmurai doch etwas aufholen konnte. Hätte ich die Umfrage vor Legenden Arceus gemacht, wäre das Ergebnis sicherlich anders ausgefallen. Übrigens, ein interessanter Funfact zu dieser Umfrage ist, dass sich exakt auf die Stimme genauso viele für Otaro und Plinfer entschieden haben, was schon sehr krass irgendwie ist. Serpifeus Endentwicklung hat aber mit Umkehrung übrigens auch eine sehr starke Fähigkeit, welche seinen Blättersturm konstant verstärkt. Mal sehen, ob die Fähigkeit in Karmesin und Purpur noch so stark bleiben wird. Die Kalos-Region ist momentan im Gespräch für einen DLC von Pokémon Karmesin und Purpur. Also lohnt sich ein Blick hier gleich doppelt. Doch wie sieht es aus, wenn du dich zwischen Igamaru, Phynx und Froxy entscheiden müsstest? Tja, extrem abgeschlagen ist hier tatsächlich Igamaru mit gerade einmal 7,2% der abgegebenen Stimmen. Tatsächlich hat kein Pokémon so wenige Stimmen in der gesamten Umfrage bekommen wie Igamaru, was auch an den schwachen Designs der Entwicklungen liegen könnte. Die große Überraschung bleibt hier definitiv aus. Phynx kommt mit 28,7% auf den zweiten Platz und die überwältigende Mehrheit entscheidet sich hier für Froxy, das mit Quajutsu eins der stärksten Designs bei den Starter-Pokémon überhaupt hat und zudem im Vergleich mit den beiden anderen eine eigene Form bekommen hat, die auch vom Ash im Anime verwendet worden ist. Knapp 2 von 3 Personen haben sich tatsächlich für Froxy entschieden und das ist wirklich eine sehr überwältigende Mehrheit, wer die Nase in der Kalos-Region bei euch vorne hat. Alola sagst du zur Alola-Region und den Starter-Pokémon Bautz, Flammiau und Robball. Doch wer dieser drei hat die Nase vorn? Abgeschlagen, hinten und es wundert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, ist Robball. Tatsächlich glaube ich hier, dass die doch umstrittenen Designs der Entwicklungen hier einen Beitrag dazu leisten, dass Robball derart angeschlagen hinten liegt. Flammiau folgt auf dem zweiten Platz, es ist schließlich eine Katze, aber manchen wird es wohl nicht gefallen, dass es bei Fuegro auf 2 Beinen steht. Der Gewinner ist hier aber deutlich Bautz, mit über der Hälfte von euren Stimmen. Bautz ist schon einfach ein Sweetie, ich sag's wie es ist. Außerdem hat es die stärkste Evolutionslinie im Design. Mit Silvaro, das ebenfalls in Legenden Arceus seine Hisui-Form erhalten hat, ist es wahrscheinlich noch beliebter geworden. Beide dieser Designs sind, finde ich, auf ihre Art und Weise stark und führen, denke ich, zu diesem doch sehr deutlichen Ergebnis. Schwert und Schild begrüßen dich in der Galar-Region. Doch mit welchem dieser Starter-Pokémon wolltet ihr dort Tee trinken? Chimpep, Hoplo oder doch Memeon? Damals fand ich diese Wahl hier wirklich sehr schwer, mich zwischen diesen dreien zu entscheiden und hatte anfangs sogar überlegt, gar keinen Starter zu nehmen. Am Ende fiel meine Wahl auf Chimpep, das mit über 26% der Stimmen auf Platz 2 landet. Doch wer ist der Erste? Memeon oder Hoplo? Tatsache ist das für mich kein Wunder, dass hier deutlich Hoplo mit knapp der Hälfte der Stimmen vorne landet. Ihr müsst wissen, Fußball ist in Deutschland einer der beliebtesten, wenn nicht sogar die beliebteste Sportart überhaupt. Und es ist kein Wunder, dass sich viele von euch mit diesem Pokémon identifizieren können. Dass es dann auch noch dann die passende Attacke für seine Sportart wie den Seitenwechsel als Libero beherrscht, ist, denke ich, die Kirsche auf der Sahnetorte. Bei Memeon muss ich sagen, dass ich die Idee ganz nett finde mit Inteleon als Geheimagent, aber das irgendwie nicht so hundertprozentig in jeder Situation zu Pokémon als Spiel passt und dass manche Jüngere von euch vielleicht auch befremdlich finden können. Ich denke insgesamt ein verdienter Sieg hier für Hoplo. Ich denke, auf diesen Teil des Videos hat jeder von euch gewartet. Die neuen Spiele Karmesin und Purpur haben wie jedes Pokémon-Spiel natürlich auch neue Starter-Pokémon. Diese sind Felori, Krokel,
und Quacks. Du kannst ja mal gerne jetzt in die Kommentare schreiben, für welches der Starter-Pokémon du dich in deinem neuen Abenteuer in der Paldea-Region entschieden hast. Ich habe mich persönlich für den Feuerstarter Krokel entschieden. Du darfst schon mal gespannt sein, auf welchem Platz der ist. Kommen wir jetzt aber zum letzten Platz bei dieser Abstimmung hier und da ist bei euch Quacks. Jeder vierte von euch hat sich knapp für dieses Pokémon hier entschieden, diesen Wasserstarter dieser Region. Ich kann schon sagen, dass ich finde, dass alle drei ein super Design haben und ich denke, die Wahl bei euch auch ziemlich schwierig war. Keine Frage also, wie gesagt, dass es diesmal besonders schwer war, sich für einen der Starter zu entscheiden. Doch wer ist der große Gewinner der Paldea-Region? Es ist Felori, recht dicht gefolgt von Krokel. Felori hat einen wohl besonders süßen Eindruck bei euch hinterlassen und ist natürlich auch eine Katze, wieso das Ganze bei vielen, denke ich zumindest, ein großer Pluspunkt ist. Krokel finde ich für mich das solideste Design, das auch verspielt wirkt und das, denke ich, auch gut zu meiner eigenen Persönlichkeit passt. Insgesamt hat in der Abstimmung übrigens eindeutig Froxy gewonnen, auch wegen der sehr starken Quajutsu-Entwicklung. Auf den zweiten Platz kommt Bautz, mit einigem Abstand kommt dann Feuigel auf dem dritten Platz. Wenn du dir wünschst, kann ich gerne mal die besten dieser Pokémon untereinander in einem zweiten Teil vergleichen. Ich pinne diese Idee in einem Kommentar an, sollte dieser mehr als 1000 Likes bekommen, mache ich das für euch. Und wenn du gerade schon mal beim Liken bist, kannst du das auch bei diesem Video hier tun. Das war nämlich einiges an Arbeit, euch die Ergebnisse so zu präsentieren. Falls du dir übrigens noch unsicher bist beim Kaufen von Karmesin und Purpur, klicke oben rechts auf das Bevor du kaufst Video. Ansonsten findest du unten rechts 111 Fakten über Pokémon. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde des Pokémon-Universums.